Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-it-yourself Inspiration. Hier ist Kati und das ist mein Favoritenvideo für den November. Ich muss zugeben, als ich gerade über den November nachgedacht habe, da ist mir erst gar nichts eingefallen. Irgendwie ist der November total schnell rumgegangen, aber als ich dann ein bisschen weiter nachgedacht habe, sind mir doch noch einige Sachen eingefallen. Und ich fange einfach mal direkt hier vorne an. Das ist die kleine Mini-Me-Überraschungsfigur, Überraschungseifigur. Ihr könnt vielleicht erkennen, das bin ich als Gartenzwerg. Die haben wir uns bei Kinderüberraschung bestellt. Also das konnte man gratis bestellen. Wenn man so eine Figur drin hatte, dann hatte man auch einen Code und konnte das dann im Internet eingeben und sich dann 2 Figuren bestellen. Und da haben Eva und ich uns lustige Figuren bestellt. Ich wollte einfach mal ein Gartenzwerg sein. Das war total interessant und kam dann auch ein paar Wochen später. Also ich habe es erst im Internet dann eingegeben und mir eben ein Foto hochgeladen. Und ungefähr 2 Wochen später kam dann diese Figur an und jetzt habe ich meine eigene Überraschungseifigur. Gefällt mir total gut und war irgendwie total interessant. Und ich mag generell total gerne Überraschungseifiguren oder Überraschungseier. Und deswegen ist das genau das Richtige hier für mich. Dann habe ich noch hier mein Weihnachts-Washitape. Ich habe jetzt eine Weihnachts-Washitape-Sammlung. Die haben wir euch auch schon in einem Video gezeigt. Aber ja, ihr wisst ja, dass ich generell Washitape total gerne mag. Und ich habe mir jetzt aber auch so eine Kiste hier gemacht, wo ich jetzt nur Weihnachts-Washitape drin habe. Und bin da auch wieder ganz stolz drauf und freue mich total darüber, weil ich ja so gerne Washitape mag. Ja, stolz sein ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich mag total gerne diese Sammlung und freue mich total, dass ich jetzt so eine tolle Sammlung habe. Habe mir die hier alle zusammen reingemacht und erfreue mich daran. Deswegen gehören die auf jeden Fall zu meinen November-Highlights. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, was dazu in die Kommentare zu schreiben oder nochmal in unser anderes Video zu schauen, da wo wir unsere Washitape-Sammlung vorstellen. Das ist jetzt nur mein Weihnachts-Washitape. Ich habe auch noch weiteres. Das kann ich euch gerne natürlich irgendwann auch nochmal zeigen, wie jetzt meine allgemeine Sammlung momentan aussieht. Dann seht ihr hier den Filofax. Den habe ich ja auch diesen Monat mir bestellt. Und auch schon ein bisschen ja, damit gebastelt, mir ein paar Sachen gemacht. Hier zum Beispiel vorne den Schmetterling dran gemacht. Und hier drinnen so eine Tasche, wo man Stifte reintun kann. Hier vorne ein Titelblatt, so ein paar Zwischenseiten. Also da bin ich jetzt noch nicht so gut wieder mit vorangekommen. Da muss ich auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten. Ich habe schon hier so ein paar Kalenderseiten gemacht. Aber ja, der hat mir auf jeden Fall total gut gefallen im November und der wird auch im Dezember und auch das nächste Jahr mich noch begleiten. Deswegen gehört der jetzt erstmal im November zu meinen Highlights, aber ich denke mal, der wird noch, wenn er noch weiter gestaltet ist und wenn ich da noch mehr mit gemacht habe, auch immer mehr zum Highlight. Relativ Anfang des Monats hatte ich ein Haul-Video gemacht, wo ich bei Teddy war und da habe ich diese Stickerrolle gekauft. Das sind ganz viele Sticker, die man auf auf Geschenke draufkleben kann. Und die finde ich total niedlich. Mit dem Weihnachtsbaum das hier, mit einem Vogel, Herzchen und mit dem Rentier. Die sind ziemlich weihnachtlich, finde ich, aber dieses Herzchen und den Vogel, das kann man eigentlich auch das ganze Jahr verschenken. Und so eine Stickerrolle finde ich eben total toll. Ich habe ja auch schon andere Stickerrollen und jetzt habe ich eben auch noch diese hier für Geschenke. Die gehört jetzt auch mit zu meiner Stickersammlung und ich habe auch bisher erst einen davon benutzt. Aber jetzt demnächst, wenn ich dann Geschenke für Weihnachten kaufe, dann werde ich die wohl häufiger benutzen. Und die finde ich richtig, richtig schön und die gehört einfach mit zu den Highlights für den November für mich. Dann seht ihr hier meinen kleinen Weihnachtsbaum, den kitschigen, pinken Weihnachtsbaum. Ich habe gesehen, einige von euch haben in den Kommentaren geschrieben, dass ihnen der total gut gefällt. Andere haben geschrieben, dass ich keinen Sinn für Farben habe. Aber mir persönlich gefällt der wirklich total gut und ich finde das schön, dass der so pink ist und da ist hier unten drunter noch andere bunte Farben sind, dass ich hier noch diese kleinen Glitzerelemente hingelegt habe. Und mir gefällt der echt richtig gut und macht mir momentan gute Laune immer, wenn ich den sehe. Das ist jetzt auch nicht so richtig typisch in Weihnachtsfarben, aber das ist einfach mal was anderes, eine andere Dekoration, was Außergewöhnliches. Und der hat mir echt gut gefallen im November. Also der zählt mit zu meinen November-Highlights und auch im Dezember wird er mich noch ständig begleiten. Den haben wir jetzt hier im Studio und ja, wenn ich den sehe, dann freue ich mich einfach immer total. Und hier unterm Baum, da habe ich EOS liegen. Ich habe ja diesen Monat so ein paar außergewöhnliche EOS-Projekte gemacht. Zum Beispiel ein Radiergummi im Smiley-Look mit den Herzchen. Also das ist ein Radiergummi, davon habe ich auch noch ein zweites Radiergummi. In Pink mit so einem Kringel in der Mitte. Ist schon benutzt jetzt, ist ein bisschen dreckig hier vorne. Die haben mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Die EOS generell, die hatte ich ja auch schon in meinem letzten Favoritenvideo mit drin. Mag ich total gerne. Nicht unbedingt, weil die Lippenpflege so gut ist, sondern weil die so niedlich sind, weil die so handlich und griffig sind und weil man damit so schöne Do-it-yourself-Projekte machen kann. Deswegen, die beiden haben mir echt gut gefallen diesen Monat, die beiden Radierer. Und ich werde auch noch mehr Radierer machen. Ich habe mir jetzt noch mehr Radiermasse bestellt und werde jetzt auch noch andersfarbige Radierer machen. Da habe ich einfach richtig viel Spaß dran und vielleicht werde ich auch den einen oder anderen dann zu Weihnachten einer guten Freundin oder so schenken. Und deswegen, da könnt ihr euch schon mal freuen, dass ich da noch einige mache, diejenigen, die EOS mögen. Und dann habe ich hier noch diesen EOS, den hat Eva jetzt verziert. Das seht ihr auch noch in einem anderen Video. Und da ist eine Seife drin. Und die riecht einfach total gut und sieht total süß aus, finde ich. Und der gehört natürlich jetzt auch mit zu meinen Do-it-yourself-Favoriten hier. Ja, das waren meine November-Highlights. Ich hoffe, euch hat der November gut gefallen. Vielleicht habt ihr es auch so ein bisschen so empfunden wie ich. Wo ist der November geblieben? Was ist alles im November passiert? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber wenn man mal überlegt, ein bisschen nachdenkt, dann fallen einem doch echt schöne Sachen für den November ein. Habt ihr Lust, mir in die Kommentare zu schreiben, was eure November-Highlights waren? Wenn ja, dann schreibt es einfach unten rein. Da würde ich mich wirklich auch drüber freuen und ich bin gespannt, was eben bei euch im November so besonders war. Sonst könnt ihr mir gerne auch irgendwas zu meinen November-Highlights schreiben. Vielleicht wollt ihr auch nochmal in das Video schauen, da wo ich diesen Weihnachtsbaum bastel oder in das Filofax-Video, wo ich die verschiedenen Elemente dafür meinen Filofax bastel. Wenn ihr auch noch Eva als kleines Überraschungsei-Figürchen sehen wollt, dann schaut noch mal in das Video. Da seht ihr dann noch Eva. Ich kann es schon mal verraten, sie ist ein Cowgirl für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Oder vielleicht auch unsere EOS-Videos. Also vielleicht wollt ihr noch mal in die anderen Videos reinsehen. Und sonst freue ich mich total auf den nächsten Monat, auf den Weihnachtsmonat. Ich freue mich auf viele neue Do-it-yourself-Projekte. Mal wieder möchte ich vielen Dank an euch sagen, dass ihr so fleißig immer mit dabei seid, so viele nette Kommentare schreibt, so viele Videos von uns schaut. Und ja, das war's dann auch für heute. Tschüss!